Jetzt. Super. Sehr schön. Ja, Simon, ich freue mich. Wir freuen uns, hier zu sein. Ich habe gesehen, Jochen ist auch gerade mit online gekommen, einer meiner Mitgründer. Wir sind heute hier die beiden von Cycross, die dabei sind. Dahinter steckt eigentlich ein Team von inzwischen sogar mehr als den vier Menschen, die ihr hier seht. Aber du hast es gerade angesprochen, Simon. Wir haben gestartet vor ungefähr 2 Jahren, letztes Jahr dann offiziell die GmbH gegründet, jetzt auch Finanzierungsrunden abgeschlossen. Und was machen wir mit Cycross? Wir bauen eine Softwarelösung für unternehmensinterne Kommunikation via Audio. Das heißt, auf der Softwarelösung von Cycross kann man unternehmensintern Audionachrichten und Podcasts teilen. Von daher sind wir natürlich auch voreingenommen und finden Audio total klasse und finden es vor allen Dingen klasse, mit Audio neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und deshalb auch hier bei diesem Barcamp dabei zu sein und euch kennenzulernen, mit euch Neues auszuprobieren und dann auch einfach mal zu gucken, was noch so geht. Weil wir natürlich auch gerade sehen, dass Audio, dass da einfach noch unglaublich viel Potenzial gehoben werden kann. Ich habe euch einen kurzen Input mitgebracht zu, warum finden wir Audio auch für die Arbeitswelt spannend? Wo stehen wir gerade mit dem Thema? Was sehen wir, wie Cycross auch schon eingesetzt wird? Was für Möglichkeiten sehen wir, Audio in Unternehmen zu nutzen? Und den Lernaspekt möchte ich auch noch ein bisschen mit reinbringen. Lernen ist ja inzwischen irgendwie auch alles, ne? Wir lernen alle täglich neue Dinge, probieren neue Dinge aus. Und was für eine Rolle kann Audio da auch spielen? Ich habe gerade im Chat gesehen, da ging es auch schon um Unterrichten, um Hochschulen, um Lernen in Organisationen. Und da möchte ich dann auch kurz drauf gucken mit euch. Also, wo stehen wir gerade? Unsere aktuelle Arbeitswelt. Und Matthias hat das gerade ja schon im Detail auch angesprochen, diese Videocalls. Was haben wir gemacht die letzten Monate? Wir haben unsere alte Präsenzkultur in den digitalen Raum verlegt. Und das war auch erstmal eine ganz gute Idee in diesem ja absoluten Krisenmodus, in dem wir letztes Jahr waren. Dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, dass es ganz schön anstrengend ist und wir unglaublich erschöpft sind, wenn wir den ganzen Tag vorm Bildschirm hängen. Die Zoom-Fatigue hat Matthias ja auch schon ausgeführt und warum das so ist. Das kommt wahrscheinlich von den meisten von euch jetzt bekannt vor. Ich sehe euch gerade nicht mehr, aber vielleicht sind einige am Nicken oder auch innerlich ja, fühlen das, wie anstrengend das ist, täglich den ganzen Tag vorm Screen zu kleben. Und wir sehen tatsächlich auch in den Statistiken einen großen Anstieg an Meetings, einfach weil wir Reisezeiten nicht mehr haben. Wir müssen Räume nicht mal mehr in Person wechseln, sondern nur vielleicht virtuell vom Zoom in Teams auf Google Meet und knallen uns die Kalender back-to-back hintereinander zu. Letztens habe ich sogar von einem Menschen gehört, der in 2 Meetings gleichzeitig drin war. Ja, also dem Ganzen sind keine Grenzen mehr gesetzt. Es nimmt immer neue Auswüchse an. Bei Bayer habe ich letztens eine Statistik gelesen, gibt es inzwischen um die 130.000 Videomeetings pro Tag. Bayer ist natürlich auch ein großer Konzern, aber wenn wir uns das vor Augen führen, wie unglaublich viel wir in Meetings hängen, ist es natürlich schon ziemlich Wahnsinn. Und man sieht daran einfach, wir haben unsere alte Offline-Kultur in den digitalen Raum verlegt. Und wir merken jetzt, dass das einfach nicht mehr geht. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir mit Cycross ansetzen wollen. Wir möchten wirklich mit überlegen, wie können wir unsere alte präsenzbasierte Arbeitskultur in eine neue, digitale und auch sehr viel asynchronere Kultur verändern, einfach um sicherzustellen, dass wir nicht alle Zoom-fatigued und auch am Ende einfach unproduktiv sind in diesen Nonstop-Video-Calls, in denen wir gerade feststecken. Denn wir wissen, dass es in Zukunft keine Büros mehr geben wird, wie wir sie kannten vor der Pandemie. Wir sind natürlich gerade auch dabei, neu auszutangieren. Wie sehen in Büros in der Zukunft aus? Aber wir wissen, dass das virtuelle Arbeiten und Remote-Arbeiten eine immer wichtigere Rolle spielen wird und dass auch Büros in 2030 definitiv anders aussehen werden als in 2019. Das heißt, die Frage ist in diesem virtuellen Setting nicht mehr wirklich, wo wir arbeiten, sondern vor allen Dingen auch wann und wie. Wie gestalten wir diese Arbeit in Zukunft und wie verlagern wir wirklich die Präsenzkultur jetzt in eine neue digitale Ära? Denn wir wissen, wenn wir das gut machen, sind grundsätzlich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch glücklicher, gesünder und produktiver. Denn an sich zeigen alle Statistiken, sind Menschen, wenn sie eine größere Flexibilität in Raum, in Arbeitsmöglichkeit haben, sehr, sehr viel gesünder und produktiver eben. Das heißt, wir müssen hin zu dieser asynchronen Kultur. Und wie kann diese Veränderung aussehen? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Denn wir wissen, dass wir in dieser virtuellen Arbeit Welt natürlich viele Herausforderungen, die wir vorher in der Präsenzkultur hatten, auch weiterhin haben, vielleicht sogar in manchen Hinsichten noch verschärft. Wir stecken natürlich weiterhin in Silos fest.
Kommunikation war vorher schon ein schwieriges Thema und ist es auch jetzt. Wie verteilen wir Botschaften effizient im Unternehmen? Wie halten wir alle informiert? Wie nehmen wir alle mit? Wie tauschen wir uns aus? Und das Lernthema ist natürlich sowieso ein ganz großes in Zukunft, wo Themen wie Digitalisierung, New Work, Transformation, Leadership und HR-Themen immer wichtiger werden, sich immer schneller und extremer verändern und gleichzeitig aber auch Dinge wie Produktupdates, neue Tools, die eingeführt werden. Wir müssen uns ja konstant und ständig weiterentwickeln und eben auch weiter lernen, um dieses Buzzword lebenslanges Lernen einmal fallen zu lassen. Aber das ist ja inzwischen schon unser aller täglich Brot, unsere Arbeitsrealität, dass wir eben immer und auch immer schneller uns austauschen, weiterlernen und updaten müssen. Das heißt, wir wissen, dass die Zukunft voller Fördern und Fordern sein muss unter uns Mitarbeiterinnen, dass wir uns gegenseitig inspirieren und motivieren müssen, dass wir viel mehr Input liefern müssen, aber uns eben auch gegenseitig einbinden und vor allen Dingen viel globaler und vernetzter auch denken müssen, auch eben in unseren Organisationen, in den Silos, in denen wir feststecken, aber auch über die Organisationsgrenzen hinaus. Und genau in diesem Setting glauben wir, dass Audio eine super wahnsinnstolle Rolle spielen kann, die wir aktuell einfach noch sehr, sehr wenig und sehr, sehr limitiert nur ausschöpfen. Denn was ist das Spannende an Audio? Matthias hatte gerade auch schon ein paar Aspekte davon angesprochen. Audio ist grundsätzlich, also Hören und Sprechen, ist erstmal die natürlichste Form der Kommunikation. Und das gesprochene Wort liefert natürlich auch sehr viele Bedeutungen und Bewertungen unterschwellig mit. Das kennen wir vielleicht jetzt von E-Mails, wo wir ja auch schon viel mit Emojis und Smileys arbeiten, um überhaupt die Message rüberzubringen von dem, was wir eigentlich sagen wollten. Und auch da gibt es Statistiken, dass wenn man also Messages schickt, E-Mails schickt, die lustig sein sollen oder die auch sarkastisch gemeint sind, weniger als 40% dieser Nachrichten auch als ein solches erkannt werden. Ja, das heißt, unglaublich viel geht im Kontext verloren. Beim Sprechen, beim Hören ist es nicht so. Es spricht natürlich auch die Gefühlsebene an. Es ist persönlich, es ist authentisch. Es schafft Nähe und Vertrauen, was natürlich auch gerade im digitalen Raum, wo wir dezentral arbeiten, nochmal ganz spannend und wichtig ist. Und es erzeugt auch Bilder im Kopf. Das Thema hatten wir gerade schon. Ich kann mir eben auch selber ein Bild machen. Meine Fantasie wird angeregt und es werden einfach nochmal andere kognitive Prozesse angesprochen. Wenn wir uns angucken, was ist so passiert mit Hören und Lernen, gerade auch im Unternehmenskontext, im E-Learning-Bereich. 2007, als das Podcasting und Audio-Thema noch mehr in den Kinderschuhen steckte, haben schon 4 von 5 E-Learning-Experten vorhergesagt, dass Audio mal ganz groß wird und Podcasts eine immer wichtigere Rolle spielen werden und dass sie vor allen Dingen glauben, dass dieses Schnelle und Authentische, was Audio hat, im Lernbereich immer wichtiger werden wird und dass man auch anfängt, einfach mal schneller selber was zu machen. Im Jahr 2018 sehen wir dann, dass 7 von 10 der populärsten Podcasts Wissen- und Lernpodcasts sind. Und verschiedene Statistiken zeigen auch, dass immer so um die 40% von Menschen mit Podcasts wirklich was lernen wollen, eine neue Fähigkeit erlernen wollen oder aber auch ein neues Hobby, ja, sich aneignen wollen und in Podcasts die Unterstützung darin suchen. Das heißt, Podcasts in Deutschland haben sich in den letzten Jahren auch wirklich von einem Nischenphänomen hin zu einem ja großen Trend und inzwischen würde ich sagen etablierten Trend entwickelt. 10 Millionen Deutsche über 14 Jahre hören aktiv Podcasts und 4 Millionen Menschen sogar täglich mindestens eine Show. Und wir sehen, dass die Hörerschaft auch in den letzten 2, 3 Jahren nochmal extrem gewachsen ist und die 44% jetzt das Medium auch erst seit einem Jahr nutzen. Im Schnitt sind die Podcast-Hörer und Hörerinnen ziemlich gut gebildet und meistens auch recht gut verdienend. Was bedeutet das jetzt im Corporate-Kontext, wenn wir das nochmal ein bisschen konkreter machen und darauf anwenden? Audio hat natürlich die Möglichkeit, die Flexibilität zu erhöhen. Es ist ein asynchrones Medium. Ich kann es aufnehmen, wann ich möchte und ich kann es hören, wann ich möchte. Ich kann aber auch mal etwas ohne Bildschirm konsumieren. Das heißt, ich kann mir auch mal ein Update auf die Ohren packen und mal rausgehen an die frische Luft, in den Wald oder eben auch unterwegs im Auto oder in der Bahn das Medium konsumieren. Und was, ich werde gleich noch auf ein paar Beispiele eingehen, auch spannend ist, ist natürlich, dass es einen Austausch über Silos fördert, dass Innovationen vorangetrieben werden, dass man auch mal in unterschiedliche Abteilungen reinhören kann. Und tatsächlich kommt
Cycross, der Name von unserer Unternehmung, ursprünglich auch mal von Crossing the Silos, raus aus den Silos, also auch mal gucken, was ist in unterschiedlichen Abteilungen los und einfach mal die Möglichkeit haben, reinzuhören. Also genau das ist, wo wir mit Cycross auch rein wollen, in dieses Setting, wo wir gerade sind in unserer Arbeitswelt. Es wird immer digitaler, dezentraler und Asynchronität, das Authentische und das Schnelle von Audio da eben auch im Unternehmenskontext zu nutzen. Ich habe euch ein paar Beispiele noch mitgebracht, wie wird Audio auch gerade schon genutzt im Unternehmenskontext, wie wird Cycross genutzt. Ein spannendes Thema ist das Thema Offboarding. Menschen verlassen das Unternehmen vielleicht nach 30, 40 Jahren, nehmen ganz viel Wissen mit. Wie hält man Wissen im Unternehmen? Da werden dann kleine Interviews gemacht, wo die Menschen einfach mal erzählen, was sie gelernt haben, was ihre größten Projekte waren. Und das Wissen wird dann eben auch für die nächste Generation noch im Konzern erhalten. Andersrum aber auch das Onboarding. Neue Menschen kommen rein ins Unternehmen und müssen lernen, was ist hier eigentlich los, wer ist im Team, was gibt es für Projekte, was gibt es für Themen, aber auch standardisierte Sachen wie Handbücher oder solche Dinge, die man dann eben sehr schön authentisch vertonen kann. Transformationsprojekte sind auch ein Riesenthema. Teilweise Unternehmen mit 600 Standorten, die eben großen Transformationsprozess durchmachen. Wie nimmt man da alle mit? Wie hält man die Menschen auf dem Laufenden, was sich tut? Auch da ist Audio natürlich einfach ein schönes, nahbares Medium. Und es ist sicherlich der oder die CEO, die mal erzählen, warum denn das jetzt passiert und einfach nochmal auf authentische Art und Weise Dinge darlegen können. Aber es sind eben auch die Mitarbeiterinnen vor Ort, die ihre Geschichten teilen können und die einfach so einen ganz authentischen Blick auch auf das, was gerade passiert, geben können. Und der Austausch im Allgemeinen über Projekte, über Ideen, über Innovationen, wo eben dann auch im wahrsten Sinne des Wortes jedem und jeder eine Stimme gegeben wird. Was das Thema Lernen angeht, ganz spezifisch, das schwingt natürlich bei all diesen Themen letztendlich mit. Wir sehen, dass es da aber auch spannend ist, einfach mal zu gucken, was passt so in die Learning Strategy, was sind für Inhalte, die noch Sinn machen würden, die auch eben über Audio unterstützend geteilt werden können, für die ich eben keinen Screen brauche. Das sind tatsächlich die allermeisten. Manchmal macht vielleicht ein Screencast Sinn mit Charts oder Bildern, aber oft geht es eben um den Inhalt, der auch über Audio gut vermittelt werden kann. Und dann auch der Mix von internen und externen Inhalten, also auch nochmal von externen Inhalte einzuspielen und zu teilen, die vielleicht gerade zum Lernthema oder zu den Inhalten passen, die spannend sind für die Mitarbeiterin. Und über Audio können diese Inhalte dann eben, wie schon angesprochen, flexibel konsumiert werden. Man kann selbstbestimmt entscheiden, was man hören möchte und wann man das eben auch tun möchte. Also keine abgestimmten Videocalls oder dergleichen. Man kann sich eben auch mal gemeinsam austauschen. Also zu einer Show zum Beispiel auch mal gemeinsam Inhalte kreieren und hinzufügen und das Ganze natürlich eben auch sehr authentisch und auf Augenhöhe, sodass CEO und Azubi eben auch eine Stimme haben. Zu guter Letzt ein paar Learnings von dem, was wir gesehen haben und dann, ich sehe, dass ein paar absolute Podcast-Experten und Expertinnen hier auch mit dabei sind heute, die vielleicht noch Input auch zu den anderen, einigen der Punkte haben. Andere setzen sich vielleicht gerade erst mit dem Thema auseinander, also da können wir auch gerne gucken, wo habt ihr noch Fragen, was wäre auch spannend, noch im Barcamp näher zu beleuchten. Was wir gesehen haben in den letzten Monaten ist ein Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, dass wir in unserer Bildung, in unserem Bildungssystem eben viel mehr trainieren im Schnitt, wie wir schreiben und nicht, wie wir reden. Das heißt, das ist ein Thema, was natürlich auch in den Unternehmen immer wichtiger wird. Wir schreiben unglaublich viele Aufsätze und kriegen Feedback dazu. Wir halten vielleicht auch mal Präsentationen, aber wirklich Feedback zu, wie bringe ich Dinge eigentlich rüber, wie bringe ich Inhalte rüber, wie komme ich auf den Punkt. Da gibt es definitiv noch Luft nach oben. Und das ist sicherlich nicht nur wichtig für die Podcasts oder für die Audioinhalte, sondern eben auch, wenn man eine Präsentation online hält oder anders online kommuniziert. Die Qualitätsansprüche ändern sich und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob Simon mir widersprechen wird. Simon legt ja sehr, sehr großen Wert auf sehr, sehr gute Audioqualität immer und das
denke ich, ist natürlich auch wichtig. Aber wir sehen auch, wir hatten das bei YouTube, das Thema, wir kamen von der Zeit, wo es nur Fernseh- und TV- und Filmproduktionen gab, dann bei YouTube an, wo auf einmal die Kinder im Schlafzimmer ihre Videos gedreht haben. Und bei Audio sehen wir jetzt eben auch, es öffnet sich, bei Clubhouse ist auf einmal jeder mit Headphones, einfachem System online und teilt Ideen und Inhalte. Die Qualität soll natürlich stimmen. Aber man kann eben auch einfach mal loslegen, ja. Also muss sich nicht gleich ein Studio-Setup bauen und kompliziert produzieren, sondern man kann auch mit einfachen Mitteln reinstarten und was Authentisches und was Interessantes produzieren. Die Inhalte müssen natürlich stimmen. Das heißt, einfach mal loslegen und ausprobieren. Das ist was, was wir gesehen haben in den letzten Monaten, was auch immer mehr Thema wird. Was ideale Länge und Format angeht, das können wir sicherlich gleich auch noch mal besprechen. Oder das ist auch ein Vorschlag für eine Barcamp-Session. Was kann man da eigentlich machen? Grundsätzlich ist es so, dass wir sehen, dass gerade im Unternehmenskontext kürzere Formate, also so 15 bis 20 Minuten, gut ankommen. Und was und wie vertont wird, kommt natürlich sehr darauf an, was, ja, was gerade das Ziel auch mit der Aufnahme ist. Tools zum Produzieren gibt es tatsächlich ja schon ganz viele und ganz tolle. Wenn es ums Teilen geht, da wird es oft noch ein bisschen schwieriger. Wie stellt man die Audioinhalte jetzt dann eben auch so zur Verfügung, dass sie gut ankommen und gut konsumiert werden können? Das ist natürlich was, was wir mit Cycross bieten wollen und liefern wollen. Aber wir sehen auch da, dass Unternehmen oft klein anfangen und erstmal experimentieren und auch über andere Plattformen erstmal die Audioinhalte teilen. Und auch da, obwohl es für die Hörer und Hörerinnen schwer ist, ranzukommen oder die zu hören, es ist nicht so eine einfache User Experience, dass es unglaublich gutes Feedback gibt und dass es unglaublich gut ankommt. Und zu guter Letzt ist es, glaube ich, wichtig, für diese neuen Dinge Raum zu schaffen, also Platz zu schaffen, zu experimentieren, auszuprobieren und auch nicht zu sagen, es ist was on top, ihr müsst jetzt auch noch hören, sondern eben vielleicht auch mal umzudenken, was können wir in Audio bieten, was nicht unbedingt ein Video sein muss, was können wir asynchron machen, wo müssen wir wirklich ein synchrones Meeting für machen und was können wir vielleicht auch über eine asynchrone Audionachricht abdecken. Genau, ich freue mich auf eure Fragen. Ich habe den Chat jetzt nicht gesehen und natürlich auch auf das Barcamp mit euch zu experimentieren und euch zu hören. Und ich habe hier nochmal ein bisschen Info. Ihr könnt auch den Barcode abscannen, dann landet ihr auf dem LinkedIn-Profil von mir. Und ich glaube, Jochen ist auch im Call. Ich weiß nicht, ob Jochen noch was hinzuzufügen hat oder ansonsten freue ich mich auf eure Fragen.